Ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zu diesem Video. Ich lese immer wieder in den Kommentaren zu meinen GEZ-Videos, das funktioniert so nicht, das habe ich auch schon gemacht, das funktioniert nicht. Fakt ist, bis heute, es gibt keine Musterlösung, bei der man sagen kann, so funktioniert das, so muss man es machen, um erfolgreich zu sein. Die gibt es tatsächlich einfach nicht, das ist Fakt. Ja? Wenn man diesen Beitrag nicht zahlt, dann geht es einem den meisten zumindest eher weniger darum, die 17,50 Euro zu sparen, zumindest ist es bei mir so, sondern es ist ein Gewissenskonflikt, den man mit sich und dem Beitragsservice hat. Vielleicht ist eins in meinen Videos immer nicht so gut rübergekommen. Die Entscheidung nicht zu zahlen, die muss jeder für sich selber treffen. Ja? Ich kann es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, ein System zu unterstützen, was Kriegspropaganda verbreitet, was Unwahrheiten verbreitet, etc. pp. Ja? Ich kann nur für meinen Teil sagen, seitdem ich volljährig bin, habe ich eine eigene Wohnung. Ja? Und das ist jetzt schon gute 7-8 Jahre. Und ich habe bisher keinen Cent bezahlt. Ja? Weder mein Konto wurde gepfändet, noch irgendetwas anderes ist passiert. Von dem Standort damals bis heute könnt ihr alle Videos auf meinem Kanal zu dem Thema anschauen. Und euch selber einen Überblick verschaffen, was passiert eigentlich im Laufe der Zeit. Und ihr werdet feststellen, es passiert tatsächlich relativ wenig. Also an alle Leute, die immer in den Kommentaren schreiben, so geht's nicht, man muss das so und so machen. Es gibt keine Musterlösung dafür. Ja, das ist ganz wichtig. Das möchte ich an der Stelle nochmal gesagt haben. Hier ist ordentlich was los. Ich werde die ganze Zeit hier in meiner Videoproduktion unterbrochen. Dass ich hier bei der Staatsanwaltschaft in Lüneburg sitze, hat mit dem Video tatsächlich aber gar nichts zu tun. Ich fand es nur gerade eine ruhige Ecke und ein passender Standort, das Video mal abzudrehen. Ja? In diesem Sinne wünsche ich euch schöne sonnige Tage und wir sehen uns demnächst wieder auf dem Kanal. Bis bald, macht's gut. Ciao.